Und damit begrüße ich zurück zum Abonnententeam. Team Bianchi ist am Start und wir haben leider erstmal einen Sturz. Schmitty ist nämlich gerade gestürzt. Trotz der plus 5 hat sie ihn einfach mal hingehauen. Gut, das hat jetzt auch nichts mit der Sturzhäufigkeit zu tun. Das Problem ist, Zakarin ist vorne in der Gruppe. Bedeutet, wir sind hier in der zweiten Gruppe. Eigentlich war meine Taktik jetzt hier am Berg der ersten Kategorie Tempo zu machen. Und das machen wir jetzt auch gleich, indem wir hinten dann einfach auch mal einen kleinen Zug einbauen. Dann hängen wir Klöckner und Schmitty da noch mit rein. Jetzt müssen wir natürlich erstmal ein bisschen Kraft aufwenden, um da wieder nach vorne zu fahren. Und irgendwie klappt das eh nicht so richtig. Johannes Thea macht da vorne auch Tempo. Den haben wir da so ein bisschen in die Nachführarbeit mit eingespannt. Der Fuchser bringt uns jetzt auch nochmal hin. Und jetzt geht es dann eben gleich in den Berg der ersten Kategorie. Und da vorne Zakarin kann sich schön Kräfte sparen. Bedeutet für uns natürlich, dass wir jetzt nicht so aktiv sein können. Den Sturz hat es schon, der hat es in sich gehabt. Der hat einige Fahrer gepröselt. Müssen wir Schmitty, wie gesagt, erst nochmal nach vorne bringen. Johannes Thea kann dann jetzt auch mal Feierabend machen. Dann sind wir jetzt aber auch wieder in der Gruppe drin. Ruhen uns mal ganz kurz aus. Schauen, dass wir hier erstmal wieder Ruhe reinbringen. Unsere Fahrer. Wir sortieren uns gerade einfach einmal ganz neu. Dass wir nochmal ganz kurz schauen, wen brauchen wir jetzt überhaupt. Johannes Thea ist hier noch mit dabei. Wird nicht mehr lange da sein. Wir geben den Fuchser mal für Schmitty. Wir geben Tom Müller mal für Dorfschäfer. Christian Gebhardt ist hier auch noch mit dabei. Der kümmert sich mal um Munz. Und hinten Thunderoy darf jetzt auch automatisch fahren. Wasser haben wir vorne. Bedeutet, alle sind wieder dort, wo sie eigentlich auch schon mal waren. Ich hoffe mal, dass jetzt vielleicht sogar ein bisschen Regeneration eintritt bei Michael Schmidt. Da kommt jetzt eine Attacke von Pia Baldinger. Wir sind eigentlich gerade erst in diesen Berg unten reingefahren. Es sind noch 9 Kilometer. Die Ausreißergruppe, die Spitzengruppe sieht folgendermaßen aus. Winner Anna Connor ist wieder mit dabei. Adam Yates ist mit am Start. Backelands mal wieder. Betancourt mal wieder. Und auch Zardini mal wieder. Da vorne kommt dann Tim Müller raus. Dann Pierre Baldinger, der da hinterher fährt. Cyril Gauthier. Und dann haben wir hier wieder Katjuscha, die ich eigentlich gerne kaputt fahren würde. Ist natürlich jetzt die Frage, was machen wir? Schmitty ist schon wieder regeneriert. Von daher ist das schon mal gut. Dann fahren wir doch hier schon mal so ein kleines Tempo rein. Müller, dann kommt mal Munz, Klöckner, beziehungsweise andersrum. Erst Klöckner, dann Munz, dann machen wir Dorfschäfer und Schmitty. Attacken mit Schmitty sind, naja gut, 72er Beschleunigungswert, hatte ich ein bisschen anders in Erinnerung. Versuchen jetzt erstmal das Team Katjuscha so ein bisschen platt zu fahren für den Schlussanstieg, dass da vielleicht nicht mehr ganz so viele Helfer an der Seite von Zakarin sind. Deswegen übernehmen wir jetzt mal das Tempo mit Fuchs. Wen haben wir denn hier so? Belkov, ja, den könnte man loswerden. Dann haben wir Koschetkov und Restrepo. Das wird dann schon ein bisschen schwieriger. So, Johannes Thea und Gebhardt fahren mal auf automatisch. Mal schauen, ob da der eine oder andere nochmal helfen möchte. Johannes Thea auf opferungsbereit. Mann, Mann, Mann. Meine Sprache verloren. So, da versucht Hans Wassmer nochmal zu attackieren. Na, geht doch, geht doch. Also, die Fitness ist schon wieder da. Mein Papa, der ja bald auch aus dem Krankenhaus rauskommt, also gute Nachrichten auch hier im Attack-Modus. So muss das sein. So attackiert er dann jetzt auch aus dem Krankenhaus raus einfach. Läuft da weg. Sehr, sehr schön. Das sind doch schöne Bilder. Pierre Baldinger, den haben wir auch bald eingeholt. Sind es noch 4 Kilometer bis oben hin. Der Fuchser ist gleich platt. Johannes Thea fällt hinten raus. Das Energiegel haben wir natürlich wieder zu spät genommen. Für Fuchs Müller bräuchten wir auch nicht unbedingt für den Schlussanstieg. Wäre aber ganz gut, wenn er uns in den Schlussanstieg noch reinfahren könnte. Deswegen kriegt er dann schon mal jetzt das Energiegel. Und fährt uns dann auch mal mit einem guten 85er Tempo da hoch. Dann macht der Fuchser jetzt auch Feierabend für heute. Müller übernimmt. Da sehen wir jetzt auch nur noch Czernetzki an der Seite von Zakarin, wobei Zakarin wahrscheinlich gar keine Helfer braucht. Aber das ist schon ein hartes Tempo für das Feld. Und wenn wir jetzt hier mit einer Gruppe von 30 Fahrern vielleicht rübergehen, dann wäre das schon mal ein Erfolg. Jetzt müssen wir das aber so timen, dass wir auch Tom Müller da oben mit rüber bekommen. Auch heute die plus 3, die 75 am Berg ist natürlich jetzt nicht immens stark. Aber verkehrt ist es auch nicht. Und wenn wir uns das mal von hinten anschauen, da sind wieder keine Abonnenten so richtig dabei. Wir haben hier Louis Meintjes, der bald rausfallen wird. Caruso an der Seite von Froome tritt jetzt auch schon schwer. Valverde noch mit dabei für das Team Sky. Dann Yates, natürlich Simon Yates in dem Fall. Carlos Verona für Mitchelton Scott. Da haben wir Chavez und natürlich auch Hausen. Jack Hake, jetzt ist es nur noch 1 Kilometer bis oben hin. Das müsste Tom Müller eigentlich ganz gut schaffen. Dann bringt er uns in die Abfahrt rein. Wir halten das Tempo hoch. Abfahrer ist ja kein besonders guter, das ist jetzt aber auch nicht so schlimm.
So, komm schon, jetzt muss der Berg aber auch langsamer kommen. 41 Fahrer, die Lücke hier hinten, da reißt es jetzt nochmal kurz vorm Gipfel. Und über die Gruppe rüber schafft das Tom Müller. Er hält das Tempo hoch und kann uns dann bestimmt auch hier nochmal ein kleines Stück tragen. Jetzt haben wir mal die 85 hier vorne rein, damit wir auch weiterhin schnell unterwegs sind. 22 Fahrer sind es nur noch. Zakari natürlich dabei, aber wie ich sehe, ohne Helfer. Ich sehe kein rotes Trikot mehr aufschimmern. Also unser Plan ist erstmal aufgegangen. Und zwar Zakarin zu isolieren. Dann haben wir hier Fleckenstein, Baldinger. Da ist auch erstmal kein Trikot mehr von Katjuscha zu sehen. Da kommt der erste, Czernetzki. 74er Bergwert, den haben wir da einfach mal aus der Gruppe rausgefahren. Müller hält das Tempo hoch in der Abfahrt. Jetzt müssen wir natürlich auch nachlegen. Bringt nichts, sich jetzt auf die faule Haut zu legen. Und zu sagen, okay, das reicht uns erstmal, wenn wir jetzt Tempo rausnehmen, macht natürlich keinen Sinn. 25 Fahrer, da sind wieder drei dazugekommen. Hier hinten Fleckenstein, aber danach wird erstmal keiner mehr dazukommen. Also, Zakarin ist alleine. Wir haben theoretisch sogar noch fünf Fahrer vorne in der Gruppe drin. Ist natürlich ein enorm starkes Team, was wir hier mit Team Bianchi haben. Falls ich, wie gesagt, ab und zu mal Bike Aid sage, dann liegt es einfach daran, dass ich verliebt bin in Team Bike Aid. Jetzt geht es dann auch hier wieder in den nächsten Anstieg rein. Da ist Tom Müller sehr, sehr stark unterwegs im Hügel. Bei diesen Steigungswerten. Das kann er sehr gut, deswegen haue ich mal die 82 rein. Es sind noch 20 Kilometer, nur das Moped kann schneller als wir. So, da sehen wir Zakarin, der jetzt wahrscheinlich gleich einfach attackiert, weil er die Schnauze voll hat. Sechs Fahrer, ich hoffe mal, Czernetzki ist da noch nicht mit dabei. Nee, aber Hans Wassmer nach wie vor 75er Bergwert, das läuft doch. So, ist glaube ich gerade ein gutes Tempo, was wir fahren. 82er Wert, da ist die 20 Kilometer Marke. Geht jetzt erstmal nicht so sehr an den roten Balken bei Tom Müller. Natürlich haut es den gelben Balken weg. Dann kann er gleich nochmal einen kleinen Schlusssprint vielleicht reinfahren. Aber wie gesagt, es sind noch 20 Kilometer. Bedeutet ein konstantes Tempo, das wir jetzt einfach mal früh schon eröffnet haben. Und Zakarin fährt die ganze Zeit ohne Fahrer, der ihn beschützt. Das kostet hoffentlich ein bisschen mehr Energie. Weiß nicht, wie clever das Spiel dann ist. So, Tom Müller ist dann jetzt aber auch bald raus. Dann übernimmt der Klöckner von Notre Dame. Aber der rote Balken, wir ziehen das noch und ziehen das noch, wirklich mit allerletzter Kraft. Heute müssen alle Fahrer alles geben. Schmidti muss heute ein bisschen Zeit gut machen auf die Konkurrenz. Jetzt ist er raus. Wir übernehmen mal mit einem guten 80er Wert. Mit Klöckner. Müller nimmt raus. Dankeschön, vier Fahrer sind es jetzt noch in unserem Zug. 20 Fahrer generell hier noch in der Gruppe, also da hat er einigen nochmal den Zahn gezogen. Da haben wir Zardini am Ende der Gruppe. Wir schauen natürlich die ganze Zeit auf Zakarin, der sich wieder das Hinterrad geschnappt hat von Schmidti. Aber er sollte eigentlich nicht weniger Energie verballern, als wir das tun. Ich gehe mal ein bisschen vom Tempo runter, damit wir Klöckner noch weiter nach oben tragen können. Da haben wir den nächsten aus der Ausreißergruppe, der jetzt zurückfällt. Adam Yates, der uns nochmal richtig frech vors Rad fährt. Da haben wir Betancourt, Backelands, der momentan der Spitzenfahrer ist. Also heute wird der Sieger aus der Spitzengruppe kommen. Nochmal ein kleines bisschen runter. Wir sind noch nicht so dicht am Ziel, als dass wir jetzt schon nur noch zu dritt fahren könnten. Vor allem mit dem gelben Balken wird es dann irgendwann schwierig. Aber Tempo bleibt auf jeden Fall hoch. 11 Fahrer sind es jetzt nur noch. Bardet, der Top-Favorit eigentlich hier auf den Sieg. Laut Spiel, der kämpft jetzt hier schon. Amador ist raus, Pantano, Meintjes, Carthy, Valverde und Yates. Und dann ist schon ein großer Abstand hier zur Gruppe mit Vincenzo Nibali. Also einige Favoriten, die kostet das schon. Selbst wenn wir jetzt das Tempo ein kleines bisschen runtergefahren haben. Jetzt kommt eine Attacke von Nairo Quintana, der ist Dritter in der Gesamtwertung. Na? Soll er fahren? Das ist noch zu weit bis oben hin, das kann er nicht durchhalten. Wir haben jetzt noch Munz mit dabei, ich will den nicht verbraten. So. Da kommt dann jetzt mal Munz groß raus, jetzt sind es noch 10 Kilometer. Zakarin fährt da selber auch hinterher. Hängen uns mal an ihn ran. Er attackiert auch gerade, da müssen wir jetzt eh mitgehen. Aber so richtig attackieren tut er auch gar nicht. Aber jetzt setzt er sich gerade ab, was soll denn das? Ich sag Angriff folgen und da passiert bei Munz einfach gar nichts.
So, da fahren wir die Lücke wieder zu. Weiß nicht, vielleicht hat Zakarin heute auch mal nicht so einen guten Tag. Das wäre ja auch mal ganz nett. Also alles gerade ein bisschen verwirrend, muss ich sagen. Ich weiß nicht, was Zakarin da gerade macht. Aber wir halten mal unser Tempo und nehmen vielleicht jetzt mal ein bisschen raus. Da vorne haben wir wieder Quintana, den wir ja mit Absicht haben fahren lassen, weil wir genau wissen, der Mann hat es eigentlich nicht so drauf. Na, jetzt attackiert er nochmal, hat sich da ein bisschen gesund gestoßen. Schmidti sieht aber immer noch sehr stark aus. Dorfschäfer kriegt jetzt schon mal das Energiegel. Sind auch nur noch 6 Fahrer hier in der Gruppe. So, Quintana zieht das durch, ist jetzt in Front gegangen. Jetzt kommt nochmal Dorfschäfer, der uns so lange zieht, wie es geht. So, Nairo Quintana führt vor Backelands und Thibaut Pinot, der allerdings jetzt platt ist. Dorfschäfer geht es aber auch gleich in die finalen Momente. Wir sind auf den letzten 4 Kilometern. Es bleibt steil, sind immer so Steigungswerte. Wir sehen das unten von 11%. Also das würde ich eigentlich mal schwarz markieren hier oben, nicht unbedingt orange. Oder wir sind, glaube ich, gerade in dem roten Bereich. Also wir sind jetzt hier auch in den maximalen Steigungswerten. Dorfschäfer ist jetzt leider auch raus. Jetzt muss es Schmidti alleine richten. Fahr mal rüber. Ich versuche ihn jetzt konstant platt zu fahren. Zakarin, natürlich kann er wieder am Hinterrad bleiben. Vielleicht wäre es auch ganz gut, sich jetzt einfach mal an ihn dran zu hängen. Oder mal zu schauen, was die Kollegen hier machen. Er ist platt. Der ist platt, der Mann. Wir fahren einfach mal, ziehen das jetzt durch mit einem konstanten Tempo. Vielleicht können wir heute dann doch nochmal auf der Rundfahrt zurückschlagen. Jetzt sind es noch 1,8 Kilometer. 75er Wert. Zakarin bleibt trotzdem nochmal dran. Jetzt ist er durch. Jetzt ist er durch. Der Einbruch bei Ilnur Zakarin. Unsere Teamtaktik wirkt dann eben doch, ihn lange Zeit zu isolieren. Wir sind auf dem letzten Kilometer. Hauen jetzt alles rein, was wir haben. Quintana noch an unserem Hinterrad, der bestimmt gleich nochmal vorbeispringen möchte. Aber jetzt heißt es sprinten. Schmidti holt sich hier den Etappensieg oder holt er ihn nicht? Quintana vielleicht mit der besseren Beschleunigung, müsste jetzt allerdings platt sein. Schmidti holt sich den Sieg, holt sich vielleicht auch den Rundfahrtsieg. Zakarin kommt hier. Der muss noch ein bisschen, der muss noch ein bisschen. Boah, knapp eine Minute 10 haben wir gut gemacht auf Ilnur Zakarin. Dann kommt Chavez, Dorfschäfer wieder stark dabei. Backelands aus der Ausreißergruppe, Thibaut Pinot auf der 7. Der Munzer kommt noch in die Top 10. Fährt er den kürzesten Weg, den er fahren kann. Dann Philipp Amthor, Alejandro Valverde, Bardet, Froome, Carthy. Und jetzt bin ich sehr gespannt, ob wir das rote Trikot haben. Das wäre natürlich ein grünender Abschluss. Ein grünender, so wie Grönland. So, ja, die Mega-Zeitlupe ist ja gut, Leute. Wir wissen, dass es spannend ist, wer jetzt hier 15., 16., 17. wird. Da kriege ich immer ein feuchtes Näschen in der Hose. Aber das war sehr, sehr cool, sehr spannend und ich finde auch trotz des Sturzes, den wir ja auch noch hatten, war das eigentlich mal eine ganz gute Teamtaktik, den guten Russen Ilnur Zakarin da mal zu isolieren am vorletzten Berg schon und dann eben in der Abfahrt das Tempo hochzuhalten, Teamzug zu fahren. Genauso muss das sein, natürlich mit einer Plus 5, aber wir haben es vorher gesehen, wenn er noch ein Team an seiner Seite hat, dann ist die Plus 5 auch nicht so wirksam gegen ihn, aber er wird sicherlich nochmal zurückschlagen an einem Tag, wo wir vielleicht nicht ganz so stark in Form sind. So, die Karenzzeit, Fandelroy ist auch drin, der kleine Lord. Jetzt ist die Karenzzeit überschritten, aber ich glaube, alle Fahrer haben es noch geschafft, ne, vielleicht auch nicht. Ne, da kommt noch einer, Van der Stucken, der ist jetzt auf jeden Fall, der ist jetzt stuck in der Vuelta. So, Leute. So, jetzt ist aber auch rum, 1 Stunde 11, lang genug haben wir gewartet, Etappensieger Schmidti, 10 Sekunden Zeitbonifikation und ich tippe jetzt einfach mal das rote Trikot des Gesamtführenden auf unseren Schultern. Da sehen wir es, 13 Sekunden im Endeffekt, also wieder ein super enges Höschen, sieht man hier auch, da ist ein riesige Vorfreude schon in der Hose. Bin irgendwie sehr hosenfixiert heute Abend. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Wahrscheinlich an den engen Höschen im Krankenhaus, die man da dauernd sieht. Da ist nicht viel Platz für Fantasie bei einigen Patienten. So, Nachwuchsfahrer natürlich jetzt deutlich der Vorsprung und das Führungstrikot auch. Das ist super cool. Wir hatten, ich weiß gar nicht, ob wir bei der Tour de France oder beim Giro d'Italia mal das Führungstrikot hatten. Ich glaube, beim Giro waren wir mal vorne kurz, aber wirklich nur für kurze Zeit.
Aber jetzt sind wir ja in der finalen Phase der Vuelta. Das war die Königsetappe. Die haben wir uns mit einem super starken Team geholt. Die 17. Etappe ist dann eher was für die Sprinter. Ist schön, dass wir dann auch nochmal ein bisschen was anderes haben als nur Berge. Aber in anderen Let's Plays haben wir auch nur Sprints. Von daher soll sich da keiner beschweren. Bei Team Bike Aid ist es ja noch so, dass wir erstmal Tour de France und Giro nicht fahren. Vielleicht aber die Vuelta zum Ende der Saison. Wie gesagt, da starten wir dann nochmal eine Umfrage, die wahrscheinlich schon längst da ist, wenn dieses Let's Play erscheint. So, Ergebnis des Rennens, Tour de Fjord. Das ist quasi Bennys Heimrennen. Ich weiß nicht, ob er mitgefahren ist, aber das wäre ja mal was. Schauen wir mal. Ergebnisse. So, wo ist die Tour de Fjord? Da haben wir es. Nö. Also ich sehe jetzt ein paar Norweger, aber da ist Benny erstmal nicht dabei. Sind da generell irgendwelche Abo-Teams am Start? Sieht auch nicht so aus. Also ohne Abo-Team natürlich auch kein Benny dabei. So, dann gehen wir wieder zur Tour of Britain. Da hat die letzten Etappen eigentlich alle Holger Erdgeist gewonnen. Auch die dritte Etappe hat er gewonnen. Da wart ihr nicht dabei, da habe ich einfach mal ohne euch kackfrech durchsimuliert. So, die vierte Etappe, 163,2 Kilometer. Holger Erdgeist ist einfach nicht zu schlagen. Der Mann hat's drauf. Und vor allem, wenn ich das so sehe, Michel Stückrad, Jonathan Götze, Jasse Hübner, der Mann mit dem breitesten Kreuz der Welt, Philipp Bast, Jan Krawitz. Also das macht schon echt Spaß und bringt immer wieder schöne Erinnerungen an unsere Abonnenten-Streams. Aber wie gesagt, das hat sich jetzt ein bisschen überholt, finde ich. Ich finde, es war zu seiner Zeit war es cool. Jetzt finde ich Bike Aid irgendwie ein bisschen prickelnder, weil da auch jeder sofort was mit anfangen kann. Und auch allein diese Transferphase, das Nachwuchs-Scouting, das macht schon so viel Spaß. Das hat im Vergleich zum Abo-Team nochmal mehr Vorteile. Ich kann aber auch verstehen, dass Leute das Abonnententeam natürlich feiern, wenn sie hier mit dabei sind. So, jetzt geht's wieder zurück zur Vuelta, die 17. Etappe. Können wir auch mit Tom Müller mal was versuchen, vielleicht auch Richtung Ausreißergruppe mit Tom Müller. Und ansonsten fahren wir natürlich den Sprint mit Johannes Teer und auch mit Tim Fandelroy, der uns dort in den Sprint reinfahren wird. Also wir gehen direkt rein, 17. Etappe der Tour de France, im roten Trikot sind wir unterwegs mit Michael Schmidt und mal schauen, was im Sprint so geht. So, eine kleine Übergangsetappe bei der Vuelta a España 2018 sind wir hier sogar schon angekommen. Mensch, wir leben richtig gefährlich. Mohoric ist mit dabei, Campenaerts, The Quad. Da hier Friedrich Merz, endlich mal eine Erfolgsmeldung von Friedrich Merz, der Mann, der sogar selber bügelt und ab und zu sogar abwäscht. Oder was war das? Er hat auf jeden Fall wieder ein Interview gegeben. Er macht aber nur eins von beidem, nicht beides. Also Friedrich Merz, wirklich ein richtig fortschrittlicher Mann, muss man sagen. Manchmal, stimmt, er bügelt sogar manchmal. Geil, richtig krass. Also da weiß meine Freundin jetzt erst, wie glücklich sie mit mir sein kann, weil ich koche, putze und sonst was alles mache. Wir teilen uns das auf. Jetzt bevor jetzt einer sagt, was? Lässt dich ja richtig unterbuttern. Nein, wir sind da ganz progressiv und sagen einfach, weißt du was? Es ist völlig geschlechtsunabhängig. Das kann man jeder machen. Kochen, putzen und so weiter. Ist völlig egal, ob man da einen Lümmel zwischen den Beinen hat oder nicht. So, jetzt haben wir aber auch genug über Lümmel zwischen den Beinen geredet. Irgendwie komme ich da heute nicht von weg. Das muss dieser Krankenhausaufenthalt gewesen sein. Aber egal. Also, wir sind bei der Vuelta a España. Die Gesamtsituation haben wir uns ja eben angeschaut. Wir sind mit der Gesamtsituation sehr zufrieden. Also, Bulli hat da gar nicht so recht gehabt. War ja immer mit der Gesamtsituation unzufrieden. Ilnur Zakarin mit 13 Sekunden. Und dann vielleicht noch Nairo Quintana. Also, so ein bisschen ein Dreikampf um den Vuelta-Sieg. Wir haben momentan die Nase vorn. Mit einer ganz spannenden Taktik, wie ich finde, auf der letzten Etappe Zakarin isoliert. Und ich glaube, das ist eh noch eine Folge, da muss ich euch das eigentlich gar nicht alles erklären. Also ich bin schon ein bisschen müde, wie man wahrscheinlich schon hört, den ganzen Tag früh gearbeitet, dann Krankenhaus und jetzt noch ein bisschen Let's Play aufnehmen zur Entspannung. Da ist man dann irgendwann schon durch, aber das war bei Bike Aid auch nicht anders. Lange Rede, kurzer Sinn, wir gehen ins Finale, entweder holen wir uns hier den Sprintsieg mit Tom Müller aus der Ausreißergruppe raus oder wir hauen eben hinten in den Massensprint rein mit Johannes Teer und mit Tim Fandelroy. Teer heute mit der Plus 1 bedeutet 80er Sprintwert, 82 in der Beschleunigung. Damit lässt sich auf jeden Fall gut arbeiten und das Gute ist, unser Team muss heute keine Arbeit machen in der Nachführarbeit, auch nice. Und ich glaube, Müller ist bestimmt der Beste in der Gesamtwertung, als falls diese Gruppe hier 25 Minuten Vorsprung haben sollte, dann würde das rote Trikot auch in unserem Team bleiben. Momentan sind es 2,5 Minuten, da fehlt noch ein kleines bisschen. Jetzt aber ab ins Finale. So, wir sind im Finale, also 32 Kilometer sind es eigentlich noch, aber ich glaube, dass diese Gruppe hier durchkommt. 3,5 Minuten der Vorsprung auf das Hauptfeld, Campenaerts fällt raus, wäre im Finale auch nicht der größte Konkurrent gewesen. Friedrich Merz ist noch mit dabei.
Der Mann, der auf jeden Fall eine sehr windschnittige Frisur hat. Und dann haben wir noch Mohoric und Demaki, die sicherlich stark sind. Aber Mohoric wird der größte Konkurrent sein. So, im Hauptfeld wird nicht wirklich viel Tempo gemacht. Da macht jetzt dann einmal Bahrain Merida, war das, glaube ich, hier damals Tempo. Dann haben wir Cink. Aber das wird vorne auf jeden Fall ein Ausreißersieg werden. 3 Minuten nach wie vor der Vorsprung. Hier wird auch schon noch abgelöst, oder? Also Leute, ich will das Ding hier nicht alleine fahren. Da müsst ihr schon auch nochmal mit dran vorbeifahren. Weil ansonsten wird das mit den Kräften schwer. Jetzt momentan werden wir nicht abgelöst, obwohl oben steht, dass wir abgelöst werden. So, jetzt aber. Nee. Also der Marki drückt sich da wirklich um jede Sekunde im Wind. Ist ja auch nicht schlimm, beziehungsweise clever eigentlich von seiner Seite. Jetzt fahren sie auf jeden Fall nochmal schnelleres Tempo. Der gelbe Balken, das könnte hart werden im Finale. Habe ich ja eben schon mal gesagt. Und der Vorsprung ist jetzt auf 2 Minuten gesunken. Florian Harrer hat einfach gar keinen Bock, dass wir die Etappe gewinnen. Natürlich fährt Team Paulana für Mate Sadric, der ja nach meiner Erinnerung hier auch einige richtig gute Etappen drin hatte. Also jetzt wieder auf 2 Minuten knapp gestiegen. 20 Kilometer noch. Tempo ist enorm hoch. Ich hole nochmal schnell ein Wasser. Vielleicht können wir das hinten auch nochmal machen mit Christian Gebhardt. So, 17 Kilometer. Wie sieht das aus? Naja, da kommt jetzt die Attacke von Demaki. Da fahren wir vielleicht nochmal hinterher. Gemeinsam. Mohoric. Ich glaube, er fährt da nochmal zu. Ansonsten haben wir auch noch ein bisschen Energie, um da an dieser Kuppe vielleicht nochmal eine kleine Attacke reinzusetzen. So, jetzt aber. Mohoric versucht nachzuspringen. Da müssen wir natürlich mitgehen. Versuchen wir uns da dran zu hängen. Merz hat da schon so ein bisschen seine Probleme. Wir haben Kraft gespart. Wir sind die Lücke nicht zugefahren. Wir müssen natürlich hinten aber auch schauen, dass unsere Kapitäne da auch gut mit rüberkommen. Ich hau jetzt mal hier die 99 rein. Genauso bei Johannes Teer, der das Finale sich vielleicht dann selber ein bisschen anfahren muss. Müssen wir mal schauen. Ich gehe nach wie vor davon aus, dass hier die Entscheidung fällt. Jetzt hier eine Attacke reinsetzen ist zu früh. Ich glaube, wir haben auch gute Chancen, wenn diese Gruppe ankommt, dass wir das Ding gewinnen. Von daher muss das jetzt auch gar nicht unbedingt von unserer Seite schon so weit vorm Ziel aus passieren. Schön geparkt im Blümchenfeld. Jetzt kommt der Marki wieder vorbeigefahren, übernimmt ein bisschen die Führungsarbeit. Wo ist das Hauptfeld? Noch weit genug weg. George Bennett macht die Nachführarbeit. 10 Kilometer Marke erreicht. Jetzt ist es eigentlich nur noch flach und geht zum Teil sogar ein kleines bisschen bergab. Da kommt die nächste Attacke, da müssen wir jetzt natürlich uns dranhängen. Das kostet auch gar nicht so viel Energie. So, mal schauen. Wie sieht's aus? Aber nur noch 1 Minute jetzt der Vorsprung, also wir dürfen hier auch nicht trödeln. Kommt schon, Leute, haut nochmal rein. So, noch knapp 1 Minute. Wie machen wir es hier hinten? Machen wir einen kurzen Sprintzug, der natürlich nicht zu schnell fahren darf. So, wie sieht es hier vorne aus? 45 Sekunden. Nochmal schön kurvig. Und jetzt muss dann vielleicht doch bald mal die Attacke kommen. Jetzt hängen sich alle hinten an uns dran. Aber wenn hier keiner mehr fährt, dann kommen die auf jeden Fall von hinten nochmal. Da kommen wir vor allem nicht so gut. So, nicht gut. Was passiert hier vorne, Leute? Da passiert gar nichts. Wir ziehen es jetzt durch von vorne. Wir sind der schnellste Sprinter in der Ausreißergruppe. Jetzt kommt hier allerdings auch schon das Hauptfeld. Müssen wir so ein bisschen zweigleisig fahren. Ein bisschen umständlich das Ganze gerade. So, Tom Müller kommt hier auf die letzten Meter. Jetzt müsste eigentlich dann auch Fandelroy mal rausgehen, aber das ist zu spät, denke ich mal. So, Tom Müller, komm. Zieh durch. Aber da sind die anderen Sprinter da und Johannes Teer kommt da auch nicht mehr mit. Also Tom Müller holt sich nicht den Etappensieg. Das gewinnt dann Mate Sadric. Das ist natürlich auch ganz schön. Wir hätten jetzt auch noch mehr auf Johannes Teer setzen müssen oder doch die Attacke früher reinsetzen mit Tom Müller. So ein bisschen ärgerlich, da habe ich mich vertaktiert. Hinten raus. Also Tom Müller wird dann nur Vierter, aber Glückwunsch an Team Paulana. Der nächste Etappensieg oder
weiß gar nicht, müsste schon mal einen Etappensieg gegeben haben mit Matej Zatrycz. Ich glaube, die zweite oder dritte Etappe war das, wo er uns geschlagen hat. Also Glückwunsch an Paulaner. Da haben wir zu lange gezögert. Ich dachte, die Gruppe würde sicher durchkommen. Deswegen wollte ich dann eigentlich ja nicht zu früh attackieren. Das wäre eigentlich nicht so optimal gewesen. Aber jetzt, ja, jetzt wo ich das Ergebnis kenne, hätte ich mal früher attackiert, ne? Oder zumindest mit unserem Top-Sprinter Johannes Thea dann früher auch nochmal reagiert. Aber ich wollte die Lücke auch nicht zufahren, dann hat es im Sprint auch nicht mehr gereicht. Also der Teamchef wird hiermit entlassen wahrscheinlich, muss in die Continental-Tour zu Bike Aid wechseln. Für mehr reicht es einfach nicht mehr. Muss mir erst wieder neue Meriten verdienen. So, da wird sich nicht viel geändert haben, deswegen können wir da einfach mal zu den Ergebnissen durchspringen. Fans gucken einfach knallhart in die falsche Richtung. Auch sehr schön. Würdigen meine Leistung hier keines Blickes. Also leider nur der vierte Platz für Tom Müller. Gesamtwertung aber rotes Trikot. Bleibt bei Schmitti. Dann gehen wir nämlich nochmal einen Tag weiter. Und ich glaube, wir müssten jetzt schon wieder zwei Etappen im Kasten haben, oder? Müsste doch eigentlich passen. Dann würde es nämlich jetzt zur 18. Etappe gehen. Das wird dann etwas schwieriger werden, weil Ilnur Zakarin da, glaube ich, die etwas besseren Beine hat. Aber Schmitti, ich vergesse immer, dass er ja auch einen Beschleunigungswert von 72 hat. So, wir machen mal die schnelle Simulation. Christian Reuter, holt er sich den Etappensieg in Britannien? Niki Mansaray, Carsten Grunewald, Lukas Kruse, Björn Walter. Das besteht quasi alles nur noch aus Abonnenten der Favoritenkreis. Aber Vasil Kirijenka holt sich den Sieg. 37 Jahre alt, inzwischen wahrscheinlich die Karriere beendet oder ziemlich sicher die Karriere beendet. Christian Reuter zeitgleich auf Platz 2, Lukas Kruse auf der 7, starke Leistung. Christian Reuter damit in der Gesamtwertung erstmal im Führungstrikot. Lukas Kruse auf Platz 6, richtig gut. Team Bianchi wieder am Start. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Dann kommt Etappe 18, A Estrada nach Mont Casdrove, Mais. Maisdoping, nicht nur Reisdoping, sondern auch Maisdoping ist jetzt am Start. Also 18. Etappe, rotes Trikot nach wie vor für Schmitti. Topfavoriten sind hier allerdings andere, unter anderem Ilnur Zakarin, der dann auch den leicht besseren Beschleunigungswert hat. Ich tippe mal auf eine gute Tagesform bei Schmitti, von daher können wir da eigentlich ganz gut mitarbeiten und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt, holen wir uns den Grand Tour Sieg mit Team Bianchi zum Abschied. Wir werden es rausfinden.